Kriege ich noch Munition? Sind die Bosse wirklich so gemacht, dass ich alles reinballer und wenn alles drin ist, ist er tot? Was? Are you kidding me? Boah, ich seh's schon kommen. Ich seh's schon kommen, wir müssen von hier bis hierhin fliehen und so weiter. Oh Gott, das wird ein Horror. Gewinn ich. Was ist hier ein Messer? Ja, wird mir sehr nützlich sein mit gegen das Ding. Oh, da ist noch Schießpulver. Kann ich gebrauchen. Ja, genau, das ist das Richtige. Naja, ich habe ja noch das. Ich glaube, der macht One-Hit, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Oder kann ich mich mit Messern befreien? Kann man ihn nicht stacken? Das ist doof. Möglich, sagst du. Im Zug gibt es keine Muni mehr. Das heißt, ich brauch dich nicht, ich brauch... Upsa. Ich brauch dich nicht. Ah, wir haben noch Säure. Wir sind nicht ganz out of Muni. Warte, ich lad mal Muni nach. Nein, was mache ich da? Das ist doch totale Sinnlosigkeit hier. Tja, die Minigun wäre jetzt so perfekt. Ja, schon fast geschafft. Und wie weit bist du gekommen? Also ich will dich nicht spoilern. Also das ist jetzt hier das Ende, ne? Also das Ende von Claire. Ich weiß ja, dass du es auch spielst und gespielt hast, denke ich mal. So. Komm, was soll der Geist? Ich weiß nicht, ob das nützlich ist, weil der macht One-Hit. 100 pro macht der One-Hit. Aber der kann auch einen schlagen. Naja, vielleicht können wir ihn grillen. Oder wir müssen einfach wirklich nur abhauen oder so, keine Ahnung. Irgendwas müssen wir machen. Wir haben Munition bekommen, also müssen wir wahrscheinlich schießen. Das hat den gar nichts gejuckt.
Okay. Ja, das lief ja wie geplant. Mit welcher Minigun, die habe ich doch nicht mehr. Justin, wir haben ein Problem. Ja, den werden wir nicht töten können. Also, Minigun ist die Lösung. Wir haben sie nicht mehr. Das hat der eine alles gefressen. レオンって付き合ってるの？いや、そんなんじゃない。出会ったばかりだ。ゆうべね。そう。でも、とんだ初デートになった。ああ、ほんとぶっ飛んでた。見て！乗せてもらえるかもよ。もし広がってたら。シェリーを頼む。シェリー。じゃあ、終わったの？わからない。もしダメでも、何とかしよう。俺たちで。ええ、必ずね。三人一緒なら、大丈夫だ。行こう。ねえ、私を養子にして。養子に？子犬飼おうよ。子犬？オウムも。オウム？
が欲しかったけどママが嫌がって。続いての曲はマンネリの水曜でも元気が湧いてくる。Nice, wir haben's. Wer braucht schon eine Minigun? Das Spiel haben sie so gemacht, dass man es mit Pistolenmunition. Also ich glaube, man bekommt da genau so viel Pistolenmunition, wie ausreicht, um ihn zu besiegen, damit es kein Gamebreak wird, ne? Man muss ja nur draufhalten, ne? Dark, weißt du, was man freischaltet, wenn man das hier durch hat? Ich glaube, den vierten Überlebenden. Und diesmal ist der Rang egal. So viel ich weiß. Ich weiß nur nicht, was passiert, wie man Tofu freischaltet. Da steht noch nirgendwo was von einem Spielmodus, den man dann freischaltet. Ja, vielleicht habe ich was übersehen. Können wir uns ja gleich mal anschauen. Aber das Ende finde ich viel, viel besser als das im Original. Das hatte was. Es gab aber sowohl gute Sachen, also es gab sehr viel gute Sachen, aber halt auch dieses... Muss das wirklich nochmal sein? Ja. Das ist etwas, was mir so ein bisschen auf den Magen stand. So, war im Original dann halt besser, weil dann hatte man einen anderen Gegner. Es war zwar das gleiche, nur ein anderer Gegner. Das heißt, storytechnisch war es wenigstens noch zusammenhängend, die beiden Szenarien. Weil ich habe ja jetzt nicht... Ich habe ja ein neues Game zweiter Durchlauf gemacht. Wäre das jetzt nicht zweiter Durchlauf und nur Claire, würde ich sagen, okay, war gut, war geil. Aber so ist es ja so... Ich bin mal gespannt, ob Claire A so ähnlich ist. Also die Storyteile natürlich. Ja. Die beiden Szenarien passen einfach momentan noch nicht zusammen. Beim Original passen die Szenarien so super zusammen, wo man sich getroffen hat und so. Und man hat andere Wege genommen. Der Weg abseits des Labors fehlt zum Beispiel, wo auch Licker war. Da ist man ja hingekommen, wenn man das B-Szenario gespielt hat. Also, wenn das anders gewesen wäre und so, dann wäre das Spiel perfekt. Ansonsten war auch sehr geil. Die japanische Synchro fand ich mega. Ich werde mir die deutsche noch anhören. Die englische höre ich ja bei einer anderen Streamer und Let's Playerin. Ja. Die Musik ist auch drin. Das kommt ja immer beim Ende von... vom B-Szenario, die Musik.
Wir haben bestimmt wieder C-Rang, weil ich war langsam. Der einzige Grund, warum ich langsam bin, ist Mr. X. Wenn der nicht wäre, würde ich durch die Gänge rennen. Aber Dark, jetzt bist du gespoilert, was so passiert. Aber das mit dem Zug finde ich momentan auch mega geil gemacht. Wir haben den Zug runterfahren lassen. Also den Anhänger runterfallen lassen, um ihn dann anzudocken an dem Zug. Das passt halt auch ziemlich geil, muss ich sagen. So, jetzt kann ich auch erstmal Liz zuschauen. Morgen spielen wir dann vielleicht was anderes mal. Oder den vierten Überlebenden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es heute durchspiele. Eigentlich wollte ich ja Dragon Quest weitermachen auch mal. Aber hey, ich kann Liz morgen gemütlich zuschauen. Also wenn sie streamt, höre ich auf zu streamen erstmal. Mach vielleicht eine Pause oder wirklich dann Streamende dann erstmal, dass ich dann am nächsten Tag danach. Da muss ich mal gucken, was ich morgen spiele, wenn sie streamt, weil. Ich muss ja auch noch andere Spiele durchspielen, die ich nicht streame. Komm schon, C-Rang, genau. Aber wir bekommen eine neue Heldin. Musik über Umbrella. Aber die eine neue... Aber das schaltet doch auch Leon B. frei, oder? Ich muss aber sagen, vom Schwierigkeitsgrad her, viel, viel schwerer. Habe ich schon mal gesagt. Standard ist ja normal. Auf normal, ich glaube, das hat man mal gesehen, wo ich es gespielt habe. Munimangel am Arsch. Hier hatte ich das Problem, ich musste dem... wie viel hat der bitte gefressen? Der hat 400... Kugeln der Minigun gefressen. 400! Alter! Und dann krabbelt er irgendwann, weil der fast tot ist. So, starte nochmal kurz. So, Spielmodus, ja. Leons Kampagne, zweiter Durchgang. Aber ich werde natürlich trotzdem mit Claire nochmal von vorne anfangen, bevor wir Leon B machen. So, der Spielmodus. Der vierte Überlebende ist freigeschaltet. Ist ja halt kein Story, ne? Da muss ich einfach nur... Kann man das speichern? Ich weiß es nicht. Wöchentliche Herausforderung. Was? Das mache ich dann. Das mache ich dann... Schaue ich mir ein andermal an.
Meine Frage, Jack, hat man mit Claire in der normalen Kampagne sofort Mr. X oder ist das mehr so wie Leon aufgebaut? Weil du hast ja den Anfang gesehen von mir als Claire im zweiten Durchgang. Ich weiß ja nicht, was sich da verändert hat. So, wir haben auch schon 0:44 Uhr. So, wir gucken uns mal die Kostüme an, kurz. Claire hat nämlich alternative Outfits, hier genau. Das als Top. Aber es gibt noch die alternativen Outfits. Oh. Alternatives Outfit. Leon mit seiner Rundum-Bandage. Der war ja im Original viel schwerer verletzt als hier. Soll ich in den Handmodus jetzt schon reinschauen? Soll ich das noch machen? Ich dachte, den machen wir morgen mal kurz. Weil ich wollte das in Ruhe machen. Morgen. Okay. Wenn du da einmal kurz reingucken, wir müssen es ja nicht durchspielen.